heute hier bei FS1 Goes Rockhaus Again. Wieder mal beim Local Heroes sind wir heute mit unserem mobilen Sendestudio hier im Rockhaus. Und die erste Band des Abends sitzt heute schon bei mir, und zwar Aerolith. Stimmt das so? Okay, sehr gut. Dann würde ich euch mal bitten, dass ihr vielleicht kurz vorstellt und sagt, was macht Aerolith eigentlich? Also ich bin Trade, ich spiele Keyboard, weil wir keinen Bassisten haben. Jetzt spiele ich halt den Bass mit der linken Hand. Also mache ich das praktisch mit links. Manni, du? Ich bin der Manuel, ich bin zuständig für den Lärm im Hintergrund, ich spiele Schlagzeug. Ich bin der Gary, ich bin der Gitarrist. Okay. Aerolith habe ich insofern ganz interessant gefunden, weil sich bei euch ein bisschen ein Thema durchzieht. Kann das denn sein? Aerolith sind ja Meteoriten, also veralterte. Quasi Luftsteine oder Steine aus dem Weltall. Und ihr macht auch Space Rock. Space Rock, genau. Woher kommt denn da die Liebe zum Weltall? Gibt es da einen tieferen Sinn dahinter? Ja, unser Astromathematiker, Physiker Rade, der hat einfach eine tiefere Verbindung zu dieser Materie. Ja, es ist durch die Instrumentenbesetzung, auch dass wir Keyboard betont sind, ein bisschen bietet sich das ein bisschen an. Und natürlich die Nähe so zum psychedelischen Rock und Stoner Rock, der so um sich gegriffen hat im letzten Jahrzehnt, führt dann halt dazu, es hat ganz gut gepasst, so vom Stil her. Okay. Gibt's dann. Ich frage jetzt ungern nach musikalischen Vorbildern, aber so Bands oder auch gerne nicht musikalische Sachen, an die ihr euch ein bisschen anlehnt, was auch ein bisschen in die Musik einfließt? Also ich glaube, musikalisch Anlehnung, jein, aber was auf jeden Fall ist, jeder lehnt sich von der Art und Spielweise, wie das ein Instrument spielt, Technik, an Bands an, die dann einfach lange und gern gehört hat, die was nicht inspiriert haben. Ja. Und da kommen wir, also zur Musik kommt da aus ganz einer anderen Generation, als wir jetzt waren. Das ist auch vielleicht ein bisschen ein Grund für den Space Rock, weil der Space Rock, den gibt es schon seit den 70er Jahren, ist aber nach wie vor sehr aktuell. Da gibt es auch modernere Bands, die das Ganze mit ein bisschen mit Post-Rock verbinden, sowas wie Monkey 3 dürften mehrere Leute kennen, und an diesem Stil haben wir uns ein bisschen mehr angelehnt. Also ältere und jüngere Sachen. Das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, das ist ein bisschen eine Sparte aus dem Art Rock früher gewesen, der was ja jetzt auch wieder ein bisschen kommt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, in verschiedensten Variationen. Von dem her seid ihr mit Space Rock eigentlich eh total in. Ja, das hoffen wir einmal, dass das da den durchschlagenden Erfolg der, da bin ich überzeugt. Ich spiele ja heute schon im Rockhaus. Ich habe gesehen, die Band gibt es ja praktisch erst seit November letzten Jahres. Stimmt das? Hat es dann vorher schon musikalische Projekte gegeben? Ja, wir haben vorher schon ein Projekt unter Vigor gehabt, von 2010 an, damals ist er eingestiegen. Das gibt es aber auch, Vigor hat es schon seit 20 Jahren gegeben. Mhm. Aber seit 2010 haben wir uns so in der Besetzung zusammengefunden, und es hat sich dann entwickelt, und wir haben uns auch ein bisschen weiterentwickelt. Wir wollten eigentlich wollten uns auch was anderes mal machen. Wir haben irgendwie angestanden, weil wir selber nicht mehr gewusst haben, können wir nicht weiter, wir erreichen ja das Publikum in dem Bereich nicht. Das war ein großer Traum, ja. Mhm. Wir wollten einfach das Publikum viel mehr erreichen, ja, einfach diese Musik, das Feeling einfach näher bringen. Und das ist uns, also wir haben mittlerweile in der Besetzung mit diesen Musikstücken einen Auftritt hinter uns, der war in der Zone 11, ist sich sehr gut angekommen. Also wir waren selber sehr überrascht, also wie guten Anklang das Ganze. Ja, aber das ist eh, wie du sagst, wenn man irgendwo ansteht und man merkt, man kommt nicht weiter, dann wirklich, wenn man sagt, man kann das auch neuern oder erneuern und dann einfach quasi wieder einen frischen Start machen, wenn man das so sagen kann. Und dem ja, das sind viel so okay im Leben als wir. Ja, eben. Und deshalb finde ich, passt das dann wieder sehr gut dazu, dass eigentlich junges Bandprojekt eigentlich noch, aber halt sich speist noch aus vorigen Erfahrungen. Von dem ist das sehr gut. Anschließend gleich die philosophische Frage. Was ist denn der Anspruch von Aerolith an die Musik? Also das heißt, wie oder was soll die Musik von Aerolith sein für euch, fürs Publikum? Gibt es da einen Anspruch? Auf jeden Fall soll es zum Hinwachen und zum Nachdenken anregen und vielleicht auch sogar ein bisschen die emotionale Welt anregen, ja, dass jeder für sich selbst ein bisschen an Gedanken implementiert kriegt, was,
was könnte das sein oder was bewirkt diesen Bild. Und natürlich so ist man bewegen, ja, rhythmisch bewegen, das ist natürlich. Und so soll man halt im Gedächtnis bleiben. Stimmen die anderen zwei da stillschweigend zu? Ja, das passt. Es passt nämlich auch insofern wieder so gut, dass man wirklich sagt, ja, also eben auch wieder diese Weltall-Analogie. Ich finde das ein stimmiges Bild. Ja, dann, Aerolith, danke ich euch ganz herzlich für das kurze Interview. Ich wünsche euch jetzt ein großartiges Konzert. Danke. Und das wünsche ich euch jetzt auch mit Aerolith. Tschüss, Baba. Ciao. Guten Tag.